Sie sind hier 1. Oktober 2018, 17.50 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Paulo Guerrero wurde wegen Kokainmissbrauchs 2017 für 14 Monate aus dem Verkehr gezogen worden. Urheberrecht Getty Images. Paulo Guerrero muss weiter auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Verein warten. Das Schweizer Bundesgericht weist eine Aufschiebung der Dopingsperre zurück. Der peruanische Star Paulo Guerrero bleibt nach seinem Dopingvergehen gesperrt und ist damit für seinen neuen Verein Internacional Porto Alegre vorerst nicht spielberechtigt. Das Schweizer Bundesgericht wies bereits am 27. September den Versuch des 34-Jährigen zurück, erneut eine Aufschiebung seiner Sperre zu erwirken. Das bestätigte ein Gerichtssprecher dem SID am Montag. Guerrero war wegen Kokainmissbrauchs 2017 für insgesamt 14 Monate aus dem Verkehr gezogen worden. Im Mai hatte das Bundesgericht die Sanktion aber eingefroren und damit ermöglicht, dass der frühere Münchner und Hamburger Bundesliga-Profi an der WM in Russland teilnahm. Peru schied in der Vorrunde aus, die Aussetzung der Sperre endete Ende August. Anzeige reduziert. Jetzt internationale Fußballtrikots sichern. Hier geht's zum Shop. Die ausstehenden Monate muss der 34-Jährige, der Mitte August in Brasilien von Flamengo nach Porto Alegre gewechselt war, noch verbüßen. Das Debüt für seinen neuen Club kann deshalb erst 2019 stattfinden. Von Sportinformationsdienst.